Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniWalp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles, immer noch hier in Kapitel 8, ich habe den Namen jetzt vergessen, Wiedervereinigung im Wald, genau. Und ja, wir sind hier nicht gerade in der besten Ausgangssituation, aber da wird schon irgendwie. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, den Panzer mal auseinanderzunehmen, weil der geht mir auf den Nerven. Dafür bauen wir Elise, die sich von hinten anschleicht. Und diesen verdammten Panzer jetzt mal ordentlich eins reinrammt. Ungefähr so. Und den konnte Welke nicht mit einem Schlag töten. Willst du mich verarschen? So. Gut begonnen, der Part. Und jetzt Rosie. Du machst die Lancer-Truppen hier kaputt. Jetzt sind wir auch nicht so unter Dauerfeuer. Ain't stopping me. Und zack. Ah, verdammt. Ich dachte, ich würde zwei erwischen. Aber es sollte nicht, ne? Okay, dann würde ich gerne mal den Morser hier auseinandernehmen. Kannst du ihn nicht abknallen? Nein? Okay. Wow, 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 wow. Wir attack down. Oh nein, nicht. Was? Was ist denn das hier für ein Gerät, Mann? Ist das etwa das sagenumwobene der Gerät? So, Kevin, du kannst auch mal wieder was machen. Genau, geh mal da hoch. Ahaho! Was willst du denn, du kleiner Lappen, du? Den erwische ich nicht, schade. Okay. Ah, oh, das gibt's ja nicht. Wegen der Basis oder was, ne? Ach, da war auch noch einer. Super. Den kann ich nur so runter, oder? Nee, okay, dann geh mal wieder zurück. Hannes, hi. Den haben wir heute noch nicht gesehen. Hannes, genau. Den haben wir noch nicht gesehen. Hannes. Hi. Ich finde das voll blöde, dass hier so viele Lancer rumlaufen. Wow. Danke, Rosie. Aber hätte ich auch allein geschafft. Danke. Rosie, geh mal vor. Oh nein. Ah, oh, ich hab Claudia vergessen. So, zack. Boink. Was ist das denn? Oh, und er überlebt. Meins. Nein, der hätte beinahe seinen eigenen Kollegen getötet. Verdammt. Ich meine, wäre gut gewesen, aber verdammt, hat nicht geklappt. So, sammelt euch ruhig da wieder. Ich schmeiß da wieder eine Dingens rein gleich. So eine Massengranate von der Edelwald. Wow. Ja, du bist tot. Mit du meine ich nicht Rosie, sondern dich. What the fuck? Wegen Angriff runter oder was? Da kann doch nicht so wenig. Oh, verdammt. Ich habe die Edelweiß komplett vergessen. Zum Glück sind ja keine Lancer mehr. Au, 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 Gott. Na, warte. Jawohl, wollte schon sagen. Nein, geht doch nicht alle auf Rosie. Oh. Ma. Aha. Oh Gott, Claudia. Geht's dir gut? Mal, hier läuft irgendwie alles schief.
Okay, da ist kein Problem. Ich glaube, ich bin der schlechteste Stratege, der je gab, ne? Oh, Lago, komm du mal wieder. Und Claudia, du kannst die Edelweiß reparieren, weil die ist irgendwie ja, Funken, die sind nicht nur zur Dekoration da. Schraub, schraub, schneid, schneid. Okay, gut. Alles wieder okay, okay. Was geht? Du hast auch eine verbesserte Rifle jetzt, ne? Okay, wenn ich das jetzt geschickt anstelle, dann könnte ich jetzt die beiden töten. Also er schießt uns ab. Ja, wird er. Da siehst du das Ding hinzufliegen. Oh. Siehst du, wie das Ding auf uns zufliegt? So, Rosie, ich rette dich. Rosie? Ja, Rosie. Mein Gott. Hätte vielleicht doch ein paar Scouts mitnehmen sollen. So, und ich hätte jetzt keinen Bock, dass du meine Einheiten hier wegballerst. Deswegen mache ich ein bisschen Feuerschutz. Was willst du denn? Ich wollte es mal versuchen. So, eine Basis schon mal eingenommen. Müssen wir nur den Panzer und da hinten die Morsa kaputt hauen. So müssen wir nicht, aber wäre gut. Au. Ich weiß schon, was der Leist gleich machen wird. Ich glaube, ich werde erstmal Lago das Ding da abschießen lassen, weil er geht mir auf Nerven. Alicia kriegt da glaube ich nicht hin. Ist gut, ist gut, ist gut. Scusi, scusi, Senorita. Oh, ich finde halt nicht so schön, dass du gerade so wenig abgezogen hast. Ah, oh, nee. Komm schon, geh kaputt. Ach, komm schon. Das kann doch ewig dauern hier. Nice. Yokai. Okay. Das ist ein Potenzial. Das ist jetzt nicht was für eins. Ich mal kurz gucken. Erst noch 5 Zügen, okay. Kein Ding. Langsam und gemächlich lieber. Ich habe das Ding sowieso nicht mehr. Boah, das gibt's doch nicht. Claudia, reparier mal die Edelweiß. Schraub, schraub, zieh, knirsch. Okay. Katsching. Vielleicht brauche ich das Motto-Ding auch nicht mehr entfernen. Cool. Zack. Kein Ding. Verstehe nicht, warum das extra Shot heißt. Bedeutet eigentlich nur, dass ich keine Munition verbraucht habe. Ich mich vielleicht mal in die Basis hier reinstellen sollen mit ihr.
Kann ich ja immer noch machen. Oder auch nicht. Au. Ist gut. Ja, Ding schaffen wir sowieso nicht mehr in der Runde, deswegen versuche ich mal halt Mortar-Dingen da kaputt zu hauen. Das wahrscheinlich sowieso nicht klappen wird. Na, Kevin, du Killermaschine. So. Ein bisschen Glück. Jawohl. Das Ding auch weg. Gott sei Dank. Ihr könnt ja von so weiter Entfernung miteinander kommunizieren, das macht keinen Sinn. Seid ihr etwa Telepathen oder was? Mein Stuhl, sei ruhig. Ist mein Let's Play, nicht deins. Okay. Au, ist gut. Ich repariere mich immer hoch, was willst du eigentlich? Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Oh mein. Das kann doch nicht sein. Attack runter. Ja, vor allem, jetzt sind sie ja wieder alle umgedreht und... Oh. Hm. Die will ich aber auch noch kaputt hauen hier alle. So, ihr seid jetzt wieder alle umgedreht, das finde ich richtig gut. So. Hört doch gerade hier. So, hier, halt, hier. So. Wut, Hass, Zorn, das gibt's doch nicht. Du lebst ja immer noch. Ich will ihn noch fertig machen, das gibt's doch einfach nicht. So, am besten den Kommandanten. Hallo, gehst mir auf die Klötze. Woll. Ich dachte, 4 Schüsse brauche ich. Fangen wir weiter mit 3 Schüssen weg. So, euch mache ich auch noch platt. Alicia auf Randale. Hi. Na? Ma! 26 Schüsse. Geht's eigentlich noch? Ich will eigentlich so nach vorne schießen, damit ich den anderen noch treffe. Und da kommt er wieder mit Angriff runter. Warte, du bist in der nächsten Runde dran. So, Lago, komm mal zurück. Und 10 Panzer noch treffen. Jetzt weicht er gleich voll so ab und trifft die Edelweiß. Das wäre gut. Ja. Du hast auch irgendwie Trefferprobleme, kann das sein? Ich lasse lieber Elias machen. Ich weiß wenigstens, was sie tut. Meine Herren, ey. Ja, sie brauchen nur noch einen Schuss. Guck dir halt an. Nice. Don't mess mit Wii. Oder ist eine gute Idee, es jetzt schon fertig zu machen. Ah, ich verstehe auch nicht. Man steht da 4 mal 1. Okay. Was passiert jetzt noch? Jetzt schon eine gute Idee, mal den Panzer wegzumachen. Es kommt wahrscheinlich irgendwas. Irgendwas ganz mies. So, Alicia. Geht immer noch in den Status runter. Kann doch nicht wahr sein.
Okay, wie komme ich jetzt da rein? So. Nein. Boah. Das gibt's doch nicht. Ah, er ist auf der anderen Seite gelandet. Das darf doch nicht sein. Ah, ich. Das ist doch nicht zu fassen. Alicia hat es irgendwie überhaupt nicht drauf, manchmal. Oh, da fehlen noch welche. Hallo, Rosie. Okay, Claudia, reparier mal die Edelweiß, wie immer. Also mittlerweile weiß ich echt, auf wen ich mich hier verlassen kann, weil einige Leute bringen es dauerhaft nicht. Wie Alicia oder Marina, Lago. Wir sind dauerhaft. Nein, nicht reparieren, bitte. Ich muss für etwas Standfestigkeit sorgen. Knack, knack, knack. So. Ist das Ding da kaputt gemacht werden oder was? Tür. Wir bauten da eine Tür hin. Hätte ich mal jemanden dahin geschickt, ey. Okay, ich habe eine Idee. Marina. Es war nicht deine Stärke, irgendwie zu treffen. Ja, dein Weg. Da habe ich ihn bis jetzt davon gesehen. Nehmen. Aber er sieht mich, ist klar. Ja, war schon irgendwie klar. Ja, ich will dich mal da oben hin positionieren. Ob du da vielleicht was reißen kannst. Weil da ist schon einer, die man sehen kann. Ah! Das schafft sie nicht, ne? Jetzt habe ich wieder meine ganzen Kommandopunkte hier verballert. So. Marina. Danke. Oh, ein leichter Kill eigentlich. Hm, ich hab's drauf. Hm. Ich habe nach 20 Schüssen endlich mal einen Kopfschuss gelandet. Wow. Okay, jetzt nur da hinten der und was auch immer da hinter der Mauer landet. Lauert. Landet? Wie ein Aussage. Oh Gott. Oh, oh Gott. So, du stehst jetzt in Marinas Bereich. Und Alicia, dich lassen wir zurückziehen. Zum Glück hat er nicht noch irgendwas gemacht. Okay. Da wird ein Spaß, Marina. Du triffst ihn doch bestimmt, ne? Egal wie viele Schüsse er jetzt in Anspruch nimmt. Ja. Was war das? Ja, nochmal. Ah, nur ein Schuss, das ist wunderbar. So, Alicia, ja. Retreat. Mein Befehl lautet, hau ab, Alicia. Okay. So. Und dann kommt direkt wieder hier rein. So, aber mal müssen wir ihn jetzt machen. Kannst du ihn vielleicht noch treffen? Du bist doch hier eine Killermaschine, oder Kevin? Du hast doch alles weg, was sich bewegt, ne? Sein muss. Verdammt.
Egal, habe ich zu viel von dir erwartet, ne? Ja, irgendwie schon. Okay. Dann gucke ich schon mal, ob ich das Ding da öffnen kann. Vielleicht muss ich das abschießen, ne? Was muss ich denn hier machen? Ach, ich muss mit der Edelweiß da durch, ich Idiot. Ich muss sie eintreten, die Wand. Also einfahren. Dann sagt mir das doch einer. Ich hab doch von nichts eine Ahnung. So. Kevin ist hier, es kann jetzt nichts mehr passieren. Alles klar, dann fahren wir mit der Edelweiß gleich da durch. Ich habe keine Ahnung gehabt, was man da machen müsste. So, Marina, du tötest den da hinten noch. Und wenn es das Letzte ist, was du tust, auch wenn uns das keine Punkte gibt, also mehr Punkte, oder Geld oder Erfahrung oder was weiß ich, aber du wirst ihn töten. Dafür sorge ich. Wenn du daneben triffst, ne? Danke. Wir gehen mal lieber runter. Ich meine, da könnte ich vielleicht ein bisschen spionieren, aber was soll's. Edelweiß! Vor, Hühot! Bams, ich bin da! Niemand hier? Hallo? Wow, das ist eine Antipanzermine. Okay. Kevin, heute ist dein großer Auftritt. Nimm du die Dinge jetzt ein. Ja. Deine Ecke wird ja wohl nichts mehr sein, ne? Also hier unten. Und doch, habe ich Pech gehabt. Ja, das ist nichts. So. Hat ja absolut gar nichts ist irgendwie. Operation komplett. Nur zwei Folgen, oder? Wow, ich bessere mich. Eben ist Moment kürzer. Das weiß ich. Danke, Welkin. Wenn wir dich nicht hätten. Und Rang D, 10. Boah. Bekomme ich manchmal Bonus wegen meinen Rang. Ja, wir haben eine Sniper bekommen. Das ist doch auch was, ne? Und Bänder. Also Bande. Ist auch alles doch noch zu einem Happy End hier ausgegangen. Ich bin auch froh, dass es mir gut geht. Ja, ihre rassistische Seite schrubben wir auch noch aus. Und damit hätten wir Kapitel 8 abgeschlossen. Ein Midsommar.
Unfall? Ereignis. Irgendwas. Und ein neuer Skirmish. Okay. Haben wir nur einen zur Verfügung im Moment noch? Okay. Dann gehen wir zum Hauptquartier. Und geben wir da Geld und Erfahrung aus. Weil wir haben es. Erstmal wieder irgendwen aufleveln. Welche Klasse könnte ich am besten aufleveln? Welche enttäuscht mich denn am meisten? Irgendwie. Irgendwie ganz böse ausgedrückt. So. Scout und Ingenieure, die könnte ich jetzt beide aufleveln. Ich würde mal sagen, im nächsten Part würden wir ein Skirmish-Spiel machen, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen und so. Ja, in nächster Folge machen wir ein Skirmish. Und dann habe ich schon mal die beiden hier aufgelevelt. Zack. Weil die haben jetzt auch neue Waffen. Jetzt müssen die auch damit ein bisschen reinhauen. Vielleicht bekomme ich auch erst neue Waffen, wenn ich die Level hoch genug habe. Weiß ich gar nicht. Aber ich meine immer nur nach der Mission. Egal. Haben wir neue Sachen. Haben wir jetzt für die anderen Waffen auch verschiedene Dinger. Ja, genau. So, was haben wir hier? Firepower und Edit Effect. Firepower, ja. Sniper, ja. Das könnte ich gebrauchen. Für einige Sniper, die ich jetzt nicht angucke. Marina. Okay. So, dann. Attack runter. Tun wir auch Feuerkraft hier hochballern. Wow. Und hier auch Feuerkraft. Falls wir uns, ja, wir können uns Zahl leisten. Geil! So. Wir haben ein bisschen mehr Feuerkraft. Uns geht's gut, ne? Alles klar. Da werde ich wahrscheinlich zum nächsten Skirmish Battle einige andere Einheiten dabei haben. Mal gucken. Irgendwie blöde die Waffen. Ja, ihr habt ja jetzt ganzen Dinger, ne? Gut. Ja, Range ist klar. Mal gucken. Machen wir mal so, ne? Müssen wir auch irgendwie benutzen, die Dinger. Egal. Wir sind wieder an unser Limit rangekommen. Und ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!